Gute Nachrichten für alle der Bachelor-Fans, die Liebessuche geht im kommenden Jahr weiter. Erst am Mittwoch erfuhr ganz Deutschland, wem André Mangold, 32, seine letzte Rose gegeben hat. Jennifer Lange nahm die Blume überglücklich an und ist bis heute mit dem Basketballer zusammen. Nach diesem Happy End dürfen sich die Fans jetzt schon auf neue Schmachtmomente freuen. Die nächste Staffel wurde jetzt offiziell bestätigt. Auf der RTL-Webseite verkündete der Sender nun, was viele Fans bereits vermutet haben dürften: Wir haben großartige Nachrichten für euch, auch 2020 wird es wieder eine Bachelor-Staffel geben. Nach Marcel Maderic, Paul Janke, 37, Jan Karliczka, 42, Christian Tiefs, 38, Oliver Sanne, 32, Leonard Freier, 34, Sebastian Panik, 32, Daniel Wölz, 33, und André begibt sich schon bald der 10. Rosenkavalier auf die Suche nach seiner Traumfrau. Bei der nächsten Staffel handelt es sich also um eine Bachelor-Jubiläumsedition. Einen Großteil des Publikums dürfte diese Ankündigung freuen. In den vergangenen Wochen meldeten sich aber auch kritische Stimmen zu dem Kult-Kuppel-Format zu Wort. Niklas Schröder, 30, hatte gegen sinkende Quoten empfohlen, die Rosensuche eine Weile lang auszusetzen. Die sollten mal eine 2-Jahre-Pause machen. Einfach alles mal auf Eis legen, mal ein Jahr durchatmen und dann wieder neu anfangen, hatte der Ex-Bachelorette-Kandidat noch im Januar im Promi-Flash-Interview erklärt. Alle Episoden von Der Bachelor bei TVNOW, Instagram, Dregold, André Mangold und Jennifer Lange, Anzeige, Euter Konopka, wenn.com, Jan Karliczka, Leonard Freier, Oliver Sanne, Sebastian Panek.